Wir sind heute bei Paul Bleier, einem jungen, talentierten Radsportler aus St. Peter-Freienstein. Er ist Kapitän der österreichischen U17-Nationalmannschaft. Was war deiner Meinung nach ausschlaggebend, dass du Teamkapitän wurdest? Ja, ich bin von Anfang an der Saison eigentlich relativ gut unterwegs gewesen. Ich war beim Kirschblütenrennen gleich mal bester Österreicher hinter einem Deutschen. Es ist von Anfang an richtig gut gelaufen. Es war keiner gleich stark wie ich. Ja, und dann hat der Ritschi gesagt, wie es ausschaut, ob ich mitfahre. Dann sind wir schon Rennen gefahren mit dem Nationalteam. Und ich war eigentlich bei jedem Rennen mit dem Nationalteam heuer der Teamchef, also der Leader vom Team, weil ich der bestplatzierte Österreicher im Ö-Cup bin, hinter einem Tschechen, der aber für einen österreichischen Lizenz fährt. Darum ist er im Ö-Cup drinnen. Ja, und dann sind wir zur Rundfahrt gekommen als Leader im Ö-Cup. Wie weit hilft dir diese Nominierung zum Kapitän in deiner Karriere als Radsportler weiter? Ja, ob es weiterhilft, das kann man nicht wirklich sagen, aber es ist halt ein super Gefühl, wenn du weißt, du bist der Chef von der Partie. Jetzt gut auf Steirisch gesagt, und ja, du denkst da halt, das haben nur viele gute zusammengebracht, zum Beispiel Bernhard Eisel. Das sind die gewesen, die Teamchefs waren bei einem österreichischen Nationalteam, und wenn du das dann als junger Fahrer auch schaffst, das ist halt ein Traum für dich. Bei der 31. internationalen Radjugendtour in der Oststeiermark konntest du bei der Schlussetappe einen Podestplatz herausfahren und den 6. Gesamtplatz nach 4 Etappen erreichen, mit einem Rückstand von nur 48 Sekunden auf den Führenden, also mitten in der internationalen Nachwuchselite. Was ist dein Resümee aus dieser Radtour? Ja, ich habe bei der letzten Etappe, ich glaube, 10 Mal attackiert oder so, alle unbedingt weg wollte. Ich habe gewusst, einen Sprint kann ich nicht gewinnen. Und ja, 15 Kilometer vor dem Ziel bergauf habe ich attackiert, bin ich mit einem Slowaken weggekommen, ein Mann aus Belgien war schon draußen. Dann sind wir den nachgefahren zu zweit und haben gesehen, hinten im Feld, da kommt uns keiner nach, weil wir so schnell fahren. Ja, und dann sind wir gefahren und gefahren und gefahren, und bei 10 Kilometern hat dann vom Betreuerauto außer einer gesagt, Burschen, ihr habt 1,20 Vorsprung, fahrt weiter. Dann haben wir gesagt, ja, alles oder nichts, weil wenn wir langsamer waren, waren und die hätten uns von hinten eingeholt, waren wir tot gewesen, die waren bei uns vorbeigefahren, wie ein Ferrari bei einem Bus. Ja, und dann sind wir gefahren, und bei 5 Kilometer 1,30 Vorsprung war uns bewusst, wenn wir weiterfahren, sind wir ganz vorne dabei. Und ja, dann haben wir das durchgehalten bis ins Ziel, und im Zielsprint habe ich leider ein bisschen verhaut, wenn du einmal in so einer Situation bist, wo du noch nie warst, glaubst halt, ja, fahren wir halt Vollgas, und meine Sorge war, dass von hinten wieder wer kommt, dass ich nicht einen Podestplatz schaffe. Und dann bin ich halt bei der Kilometermarke noch immer auf Platz 1 gefallen bei unserer Gruppe, wo wir zu dritt waren. Ja, und einen Sprint aus der ersten Position rausfahren, das kann man nicht gewinnen. Aber ich bin mit meinem dritten Platz zufrieden, wenn ich zurückblicke, weil ich hätte mir das nie gedacht, dass ich Dritter werden könnte bei einer Etappe. Im Nachhinein tut's weh, wenn du weißt, 4 Sekunden 10-mal schneller runtertreten, war er der Top-3-Platz gewesen in der Gesamtwertung. So bin ich unter Anführungszeichen nur Sechster. Peter Sagan war auch Sechster, wer der gefahren ist, ich glaube 2001 oder 2002. Also es ist keine schlechte Leistung, ein Sechster Platz gesamt. Ja, und auf die Rundfahrt selber, sie war relativ lässig gemacht. Es war die Absicherung perfekt, finde ich. Unser Betreuer ist auch hinten nachgefahren, der war immer relativ weit vorne, weil er eine gute Nummer gehabt hat, weil wir gut platziert waren. Wie gesagt, Absicherung perfekt, Streckenauswahl ist mir eigentlich relativ gut gelegen mit den vielen Hügeln. Die Gegend habe ich gut kennt, es war ein Traum zum Radlfahren, es waren extrem viele Zuseher, weil die Städte immer dahinter gestanden sind und Werbung gemacht haben für die Rundfahrt. Also ich glaube nicht, dass es schon einmal so gut war wie heuer. Jetzt sind da ja nicht nur die Rennen, sondern auch viele Trainingsstunden zu absolvieren. Wie schaut so ein Arbeitstag bzw. ein Trainingstag bei dir aus? Ja, mein Trainingstag. Ich habe mit der Schule aufgehört, weil das geht sich nicht aus, wenn du so trainierst wie ich mit den Stunden. Aber dafür habe ich daheim beim Papa und bei der Mama zum Arbeiten anfangen dürfen, als Koch bei Eventservice. Ja, mein Tagesablauf ist in der Früh aufstehen, dann gehen wir Radl fahren. Dann kommen wir zurück, dann müssen wir arbeiten, also im Papa helfen.
Und dann auf Nacht geht es noch ein bisschen vor dem Fernseher und dann wird eigentlich zwischen 9 und 10 wird dann schlafen gegangen, weil die Regenerationszeit eigentlich relativ lang ist und dass du halt am nächsten Tag wieder ausgerostet bist, musst du halt lang genug schlafen. Trainiert man auch absichtlich bei Regen, um für solche nassen Verhältnisse wie bei der zweiten Etappe der Jugendtour gewappnet zu sein? Ist überhaupt nicht absichtlich. Also es passiert da halt oft, dass du reinkommst beim Training in irgendeinen Regen, Unwetter, Hagel, was der Teufel was. Es hofft keiner von uns Radlfahrer, weil du bist dann schwer im Nass und das Radl ist dreckig, dass du wieder putzen gehen kannst. Die Mama daheim hat auch keine Freude, weil die Trikots dann am gleichen Tag gleich waschen können, weil das alles dreckig ist. Aber du trainierst das in dem Sinn im Rennen selber oder auch, wenn du reinkommst beim Training. Du bist jetzt 16 und hast mir vor 2 Jahren in einem Interview gesagt, dass du Radsportprofi werden willst. Wie weit bist du diesem Ziel inzwischen näher gekommen? Ja, bei U15, wie wir zwei das letzte Mal geredet haben, da war das noch was anderes. Da war ich noch viel jünger. Und da hast du eigentlich noch nicht wirklich gesehen, es hätte sein können, dass ich heuer zum Beispiel überhaupt nichts reiß. Nur weil ich vor 2 Jahren gut war, muss ich nicht heuer auch gut sein. Weil ich mir gesehen habe, ich habe einen Fortschritt gemacht in meiner Karriere. Ich bin heuer gleich stark wie vor 2 Jahren bei den Rennen, also ich bin gleich weit vorne. Das Training habe ich steigern können. Ich habe bei der Leistungskurve gesehen, es ist alles höher geworden. Also wir sind meinem Traum schon viel näher gekommen und ja, hoffen wir, dass es geht. Jetzt ist der Radsport ja nicht nur ein Einzelsport, sondern auch Mannschaftssport. Wie ist da die Zusammenarbeit? Ja, zuerst einmal möchte ich mich bei meinen Teamkollegen bedanken, die was mit mir bei der Rundfahrt waren, weil sie haben mir relativ viel geholfen. Ohne einer war das die letzte Etappe sicher nicht gegangen, dass ich da Dritter war. Und ein ganz großes Dank an den Ritschi, an unseren Trainer, an den Richard Kachelmeier. Er hat uns immer Tipps gegeben, wie wir fahren sollen, was wir machen sollen. Und ja, es ist aufgegangen, wie man gesehen hat. Und gesamt war er ja nie so weit vorn gewesen, wenn wir das nicht so gemacht hätten, wie er gesagt hat. Ein Danke gilt auch an meinen Trainer von Rapsack Nittelfeld, an den Walter Eibecker, dass er mich überhaupt einmal so weit gebracht hat, dass ich so gut bin. Weil ohne einen gescheiten Trainer ging das auch alles nicht. Und ja, wenn ich Walter nicht gehabt hätte, wüsste ich nicht, wo er jetzt war, ob ich dann bei der Rundfahrt um Platz 100 mitgefahren war, aber sicher nicht um Platz 10 oder um Platz 5. Und ein Danke auch an die ganzen Eltern, die was hinter mir stehen, an meine Kollegen. Wenn du keine Eltern hast, die hinter dir stehen bei dem Sport, dann geht das auch nicht. Meine Eltern sind bei jedem Rennen mit. Meine Eltern sind beim Training, schauen sie mir oft zu, was ich tue. Oder mein Papa fährt mit dem Auto voraus für Autotraining, also da fahre ich im Windschatten vom Auto. Ohne einer war das alles nicht möglich.